Boah, ich freue mich gleich auf jeden Fall auf zu Hause. Ich werde mir erstmal so eine Monster-Pizza bestellen. Mir so einen schäumenden Tee in den Nacken kippen. Das ist unglaublich. Richtig Bock drauf. Alter. Ich habe voll Hunger wie ein Tier. Ja? Ich hätte fast die ganzen Steinchen weggeknabbert, die ich auf dem Weg gefunden habe. Eine verdammte Kacke. Moin Moin Leute und herzlich willkommen zum zweiten Video auf diesem Kanal. Meine Fresse, das geht hier Schlag auf Schlag, ne? Ihr merkt das schon. So, heute möchte ich mal ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich habe ja schon im ersten Video ein bisschen angespoilert, dass es auf diesem Channel hier überwiegend halt Ausfahrten gibt. Die ersten 2-3 Videos, glaube ich, werden erst einmal so ein bisschen was für meine feste Community sein, die mich halt schon länger kennt, schon länger verfolgt. Die ersten Videos sind demzufolge erstmal so ein bisschen, ja moin, hier bin ich wieder. Und ich möchte auf jeden Fall auch ein wenig möchte ich euch abholen, weil in den Streams, die ich gemacht habe, ihr habt mich häufiger gefragt, Digga, wie ist das mit Führerschein? Ich habe mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, mit dem Führerschein Klasse A echt ein Lebenstraum erfüllt. Also das ist, boah, meine Fresse. Ich hätte vor Freude fast weinen können, als ich die Prüfung noch bestanden habe. Und als ich damit angefangen habe, ich war so hibbelig. Ich wollte jeden Tag am besten fahren, Fahrstunde machen, mein Motorrad kaufen und so weiter. Mein Motorrad stelle ich euch natürlich auch noch vor. Kommt etwas später. Aber dieser Motorradführerschein, das war eine Sache für mich, das ist unglaublich. Wie viel Bock ich da drauf hatte. Weil ich wollte es machen, seitdem ich 18 bin. Ich bin jetzt 32 und ich wollte es schon immer machen, seitdem ich 18 bin. Ey, und ich habe es nie hingekriegt. Entweder hat es am Geld gefehlt, es hat an der Zeit gefehlt oder es hat an der Psyche gehapert. Und vor allem an der Psyche war es die letzten Jahre. Viele, die mich schon verfolgt haben, die wissen, ich hatte eine scheiß toxische Beziehung. Meine Fresse, das war nicht mehr feierlich. Aufgrund meiner Beziehung habe ich schwere Depressionen auch bekommen. Das war der Hauptgrund, warum ich das dann irgendwann halt nicht mehr machen konnte, beziehungsweise warum ich es einfach nicht gemacht habe. Meine toxische Beziehung hatte schwere Depressionen, hatte sogar ein Alkoholproblem in der Zeit entwickelt. Und ich habe mich Mitte 2019 von meiner Freundin getrennt. Geil. Ich habe mich Mitte 2019 von meiner Freundin getrennt. Ich habe noch nicht mal richtig aufs Gas gelatscht, das ist trotzdem geil. Wir haben von ihr getrennt und ich war halt am Boden zerstört, weil sie hat mich halt mehrfach betrogen. Und verarscht, manipuliert innerhalb der Jahre, und das war schon echt eine harte Geschichte für mich. Wir hatten ein gemeinsames Haus, wir hatten Tiere, wir hatten Autos, wir hatten uns schon ein Leben halt aufgebaut, und das war so ein richtiger Schlag in die Fresse. Ich hatte eine eigene Firma, die ist dadurch kaputt gegangen an sich, weil ich es einfach kopftechnisch nicht mehr hingekriegt habe. Und ich brauchte jetzt 2020, herzlichen Glückwunsch, sollte so ein bisschen mein Jahr werden. Weil ich wollte einfach so ein bisschen mein Leben wieder genießen. Ich wollte so ein bisschen mein Leben genießen und habe mich einfach jetzt an den Motorradführerschein gesetzt. Das war mir einfach ein Bedürfnis. Es war mein Bedürfnis, ich musste es einfach machen, weil das war einfach ein Traum. Und habe mir dann auch mein eigenes Motorrad gekauft. Na, ich habe im ersten Video schon gesagt, eine MT-09 von Yamaha. Schickes Teil. Wundert euch außerdem nicht, dass ich jetzt hier die ganze Zeit versuche, dem Audi zu folgen. Das ist mein Kumpel. Und der fährt halt streckenweise wie eine besenkte Socke. Es ist halt einfach so geil, auf dem Motorrad durch die Gegend zu heizen. Es ist ein tolles Gefühl. Ich versuche, wenn ich nicht gerade mit ihm fahre, auch so gut und so sicher wie möglich durch die Gegend zu kommen. Das werdet ihr in den nächsten Videos auf jeden Fall noch sehen.
aber es ist halt Motorradfahren. Das ist ein bisschen Nervkitzel, muss am Start sein. Und es ist einfach nur so schön. Und viele von euch haben mich halt gefragt, Digga, wie ist das hier mit dem B196 oder so? Oder soll ich halt direkt machen oder was weiß ich? Ich bin ja 32, ich konnte direkt offen machen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, macht den B196 nicht. Es ist, meiner Meinung nach macht es einfach zu wenig Sinn. Weil ihr zahlt trotzdem einen Haufen Kohle und könnt halt nur 125er fahren, ne? Das Minimum von einem A-Schein, also mein Minimum mit Prüfungen und, wären 1200 Euro gewesen. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt, weil ich halt ein paar mehr Fahrstunden genommen habe. Das war mir sehr wichtig, weil mein Fahrlehrer war auch der Fahrsicherheitstrainer der DEKRA. Und es war mir einfach persönlich wichtig, dass ich noch mal ein paar darüber hinaus Fahrstunden halt von ihm bekomme. Weil Motorradfahren ist halt Motorradfahren, ne? Also es klatscht irgendwo gegen, bist tot, ne? Bist halt Apfelmus. Und das muss nicht sein, deswegen habe ich halt so ein paar mehr Fahrstunden genommen, ein bisschen mehr Geld investiert, war mir auch wichtig. Generell könnt ihr aber gut mit 1200 Euro durch die Gegend kommen. Deswegen, wenn ihr Bock drauf habt, macht es unbedingt, Leute. Macht es, wartet nicht einfach. Klar, wenn euch das Geld jetzt fehlt, keine Ahnung, erwartet nicht. Wenn ihr es machen wollt, wenn es euer Traum ist, euer Wunsch ist, macht es, weil es ist einfach eine super tolle Geschichte. Und es macht einfach fucking viel Spaß. Kauft euch euer Motorrad und fahrt durch die Gegend. Das ist einfach ein tolles Hobby, das auch einfach so viel Emotionen weckt. Und das ist einfach super schön. Das ist einfach super, super toll. Und vor allem, wenn man halt so in Landschaften dann auch genießen kann, wie durch die Sächsische Schweiz oder sonst irgendwas. Konzentration ist natürlich beim Motorradfahren alles. Das muss man schon. Deswegen ist es immer so eine Sache, weil ich je nachdem, welchen Städten man so viel gegenfahre, rede ich eigentlich selten gerne oder mache gerne Videos, weil ich halt auf jeden Fall ein bisschen Concentration brauche. Und guckt euch mal solche Typen an. Nee, aber macht auf jeden Fall euren Motorradführerschein, wenn ihr es machen möchtet. Es ist auch echt cool. Also die Fahrstunden sind schon echt spaßig. Es macht schon wirklich Spaß. Und man muss es auf jeden Fall mal miterlebt haben. Das ist echt, echt cool. Das Einzige, was halt ist natürlich, es ist echt ein teures Hobby. Also das ist genauso wie mit der Kombi. Viele machen halt wirklich immer den großen Fehler. Die kaufen sich natürlich dann eine fette Maschine und sparen bei der Kombi. Macht das definitiv nicht. Spart nicht bei der Kombi, Leute. Das macht echt keinen Sinn, weil am Ende ist das euer Leben. Und ihr lebt halt nur einmal. Ne? Das ist halt so das Ding. Ihr habt keine Knautschzone. Ihr lebt nur ein einziges Mal. Und deswegen spart auch. Ich habe es auch nicht gemacht. Ich hatte echt nicht das Geld dafür und habe trotzdem für 1200 Euro knapp mir eine gute Kombi gekauft. Das war halt echt notwendig. Weil es bringt euch nichts, wenn ihr wirklich mal absteigt. Und im Laufe eures Motorradfahrerlebens wird das bestimmt mal passieren, dass ihr absteigt, weil ihr werdet einfach verdammt oft übersehen von PKWs. Macht es einfach nicht. Ne? Das ist, spart nicht das Geld, kauft euch was Vernünftiges von Anfang an, spart lieber einen Tausender dann beim Motorrad, aber spart nicht an der Kombi. Ne? Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Genauso spart nicht an den Fahrstunden. Das macht am Ende auch keinen Sinn. Das ist, ihr müsst gefahrlos durch den Straßenverkehr kommen und so ein Motorrad durch die Gegend zu schieben, ist halt was anderes als ein Moped durch die Gegend zu schieben oder vielleicht einen Roller oder ein Auto. Naja, das sind ganz andere Geschichten. Verrecken kannst du auf alles, du kannst dich in allem natürlich zu Apfelmus machen, ist aber auch nicht Sinn der Sache. Ne? Und gerade wenn du jetzt ein bisschen jünger bist, also ich spreche jetzt dich an, dich Zuschauer, der etwas jünger ist, musst du nicht auf super cool machen, Adrenalinkick, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch zu alt dafür, aber ich lebe halt gerne. Und du musst es ja an sich mal so sehen, Digga, ja? Also wieder du, der zu schnell fährt, du musst es mal so sehen, dass du hast die Möglichkeit, 50, 60, 70 Jahre Motorrad fahren und trotzdem Spaß haben. Ne? Und dann so lange. Das ist halt immer so eine Sache. Das hat mein Fahrlehrer mir nämlich gesagt. Du hast halt mehrere Möglichkeiten. Entweder du fährst Kurzmotorrad und hast Fettadrenalin für 2 Jahre. Oder du fährst dein Leben lang Motorrad. Das ist halt immer so eine Sache, die man sich halt überlegen muss. Und das ist halt auch, ja. Und hier appelliere ich halt einfach auch wirklich so ein bisschen an den Willen zu leben. An euch alle. Nicht nur die jungen Leute. Also es gibt streckenweise wirklich Motorradfahrer, die jung sind, die
wirklich sinnvoll und gut fahren. Es gibt halt Motorradfahrer, die 80 sind, 80 vielleicht nicht, aber älter sind und trotzdem fahren wie die letzten Henker. Na, es muss ja nicht sein. Und vorausschauendes Fahren ist wichtig. Es ist wichtig, dass ihr immer guckt, dass ihr halt überlebt. Ja? Uneinsehbare Kurven, ein bisschen langsamer rangehen, mal in die Ecke gucken, was könnte passieren. Macht schon immer wieder Sinn. Ich bin definitiv kein Profifahrer. Ich habe meine Flappen jetzt auch noch nicht so lange. Ich mache auch noch einige, viele Fehler. Aber learning by doing. Ne? Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich fahre eine Kurve lieber ein wenig langsamer an als zu schnell, weil ich dann halt immer noch sagen kann, okay, nächstes Mal fahre ich die Kurve vielleicht mit 5 km schneller, ne, mit 5 km mehr. Kann man am Ende auch machen. Aber ich komme sicher durch die Kurve. Und das ist halt eine wichtige Geschichte, die ich euch auch ans Herz lege. Ich als Fahranfänger. Gerade als Fahranfänger ist immer so eine Sache, man hat die Flappen, man hat die Maschine. Jetzt schiebt man sie halt wirklich ein bisschen härter durch die Gegend. Ja, muss nicht. So, Freunde der Sonne. Vorhin ist die Kamera ausgegangen. Ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen mehr von der sächsischen Schweiz zeigen. Das war leider nicht machbar, weil die Kamera einfach dann... Ey, 4K-Video, ich habe 4K-Video vorhin aufgenommen. Macht die maximal eine halbe Stunde mit. Ne? Also bin ich eigentlich ein bisschen... Finde ich schade. Ihr seht außerdem das Tal hier in der sächsischen Schweiz. Ich finde es einfach schön hier. Ich finde es einfach fucking schön hier. Wir waren gerade wandern. Bin mehrfach gestorben. In meiner Instagram-Story habe ich das alles protokolliert. Meine Fresse. Ey, mein Kumpel hat mich durch... Ey, ich bin echt gestorben. Also das war halt wirklich Klettern. Also es war jetzt nicht einfach nur so Standard, ne? Also es war jetzt nicht nur Wandern, es war halt wirklich Klettern an einer richtigen Wand. Und du konntest dich halt wirklich nur an den Felsen festhalten, beziehungsweise an so ein paar Haken, die da in den Felsen reingeschlagen waren. Und das halt frei. 20, 25 Meter hoch. Also ich habe wirklich Schiss gehabt des Todes. Fuck, ey. Na, aber war cool. War auf jeden Fall cool. Nächstes Mal werde ich auf jeden Fall mein Kopfgurt mitnehmen und sowas mal aufnehmen. Das ist ja eigentlich auch Sinn der Sache von den Videos, die ich hier mache. Das habe ich einfach diesmal vergessen. Ich muss ja auch noch anfangen. Ja, aber auf jeden Fall vorhin 4K-Video halbe Stunde aufgenommen. Jetzt habe ich mal auf 1080p mit 120 FPS gewechselt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt besser machbar ist. Schauen wir einfach mal. Gucken wir mal. So, aber ich bin auch total im Arsch. Wir haben uns auch Bier gekauft. Hier, wir waren hier in Schmilka, nennt sich das. Sächsische Schweiz, kurz vor der tschechischen Grenze. In Schmilka. Könnt ihr mal in Google eingeben. Hier gibt es eine Brauerei. Und da haben wir uns mit Kumpel jetzt auch gleich noch ein paar Bier mitgenommen. 0,75er Flaschen, das ist so für manch, also für mich ist es so das typische Kölsch. Ne? Ich glaube, ein Kölner würde höchstwahrscheinlich an einer so einer Flasche verrecken. Aber schon geil, ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und es war einfach nur krass, also ich bin immer noch so ein bisschen gehypt auf die Wandertour. Jetzt sind wir zurück, wir haben 4,5 Stunden gebraucht und ich hoffe, dass jetzt die Aufnahme was wird. Ja, was wird. Ich bin gespannt. Es ist gut, dass ich immer einen neuen Akku mit dabei habe. Ich habe immer 2 Akkus mit dabei. Und das ist schon eine geile Geschichte. Wir tüngeln, tingeln, pimmeln ist geil. Wir pimmeln ein bisschen jetzt noch durch die sächsische Schweiz hier zurück. Ein bisschen Autobahnfahrt wird dabei sein. Ich glaube nicht, dass... mal gucken. Je nachdem, was mein süßer kleiner Cutter macht, der wird bestimmt ein bisschen ein paar Highlights auch raus, rein, rüber durchschnibbeln. Schauen wir mal. Hier momentan muss ich halt dem roten Go-Kart vor mir folgen, weil wir fahren jetzt nach Hause gerade vom Wandern und er hat halt das Navi an. Ich habe mein Navi gerade nicht an und auf der Fahrt bediene ich mein Navi definitiv nicht. Deswegen muss ich gucken, dass ich ihm hinterherkomme, auch wenn er fährt wie ein Henker. Aber auf jeden Fall eine schöne Angelegenheit. Es ist echt toll, es ist ein süßes Städtchen hier. Also, beziehungsweise ein süßes Dörfchen hier. Ich fahre hier gerade irgendwo durch sächsische Hinterland. Ich war hier noch nie. Aber cool, hat was.
Kühe. Fahrschule. Ja, Motorradfahren ist aber schon echt eine geile Leidenschaft. Das, ich glaube, ich habe damit auch mein Hobby gefunden. Ich freue mich auch schon, wenn ich endlich durch ganz Deutschland tingeln kann damit. Das ist ein Hobby, das viel zu viel Geld kostet, viel zu viel Geld verschlingt. Ich habe mich damit so ins Minus auf dem Konto gewirtschaftet, aber das war mir einfach für den Kopf. Das war mir für den Kopf so wichtig. So wichtig. Seitdem ich den Führerschein habe, das ist jetzt auch als Stand dieses Videos, vielleicht 2-3 Wochen, seitdem geht es mir psychisch auch so viel besser. Ne? Das ist schon echt krass. Wunderschöne Geschichte. Deswegen, das ist schon, es kann schon heilen tatsächlich sowas. Und auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, wenn es so ein Lebenstraum ist, dann kann sowas schon viel dazu beitragen, dass es einem vom Kopf her wieder besser geht. Das muss jetzt auch nicht Motorrad sein bei euch. Ne? Falls ihr euch in einer ähnlichen Situation befindet, sucht und geht eurem Traum nach. Ne? Sucht euch das, was ihr schon immer machen wolltet, euren Traum. Und wenn es ist, dass ihr irgendwo verreist oder keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele tolle Möglichkeiten. Ja, so viele tolle Möglichkeiten. da sich sein Traum zu erfüllen. So geil, Alter, ich gar. Einfach mal am Hahn ziehen und einfach bäm in die Fresse. Oh. Ist das geil, ey. Ist das fucking geil. Ich liebe es. Ich liebe es. Mann, ey. Ich fange alleine. Ich habe keine Ahnung, ob überhaupt irgendwas versteht wegen dem Wind. Alleine dieses Gefühl, diesen Wind zu spüren, diese Freiheit auf dem Motorrad. Bruder. Meine Fresse. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also Motorradfahrer kennen das definitiv. Aber jemand, der halt ein Motorrad nicht fährt, das ist... Selbst wenn du einen Sportwagen hast, der ja mit 1000 PS unterwegs ist, das hast du, das ist eine andere Geschichte, Digga. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Unglaublich. Unglaublich. Alter, er ist der Einzige, der ein Navi hat, ey, und fährt so scheiße. Hier, ich Rollsplit, verdammte Scheiße. So, Autobahnauffahrt. Ich war mit der Maschine noch nie auf der Autobahn, ne? Also ich habe die auch erst seit ein paar Tagen. Und hier an der Seite habe ich Split, da muss ich aufpassen. Okay, das war... What the heck? Shit!
Fuck. Digga. Meine Fresse. Fuck, Alter. Ich bin das erste Mal mit der Maschine auf der Autobahn. What the heck, ey. Ich habe Fahrschule halt mit einer 07 gemacht, ohne Windschild. Also hier habe ich auch bloß ein kleines Windschild dran. Aber fuck. Fuck. Kacke. Vor allem, ich habe nicht mal gesehen, dass ich glaube 170 oder 180, oder? Das war... Fuck. So hoch soll ich die doch gar nicht drehen, ey, ich Idiot. Wow. Ich darf dem den Finger zeigen, wie gesagt, das ist mein Kumpel. Eigentlich habe ich ihm gesagt, ich darf nicht so schnell fahren auf der Autobahn, der ballert einfach mal weg und ich kenne mich halt nicht aus. Und ich wollte nicht dauerhaft mit dem neuen Moped bei 180 jetzt ballern, auch gerade weil es einfach fucking anstrengend ist. Das ist ein richtig kleiner Ego-Fahrer, das ist ein richtig kleiner Egomane. Typischer Audi-Fahrer halt. Ich bin auch Audi gefahren vorher, aber ist egal. Bist du bescheuert? Was ist dein Problem? Ja. Ja, wie gesagt, ist mein Kumpel. Wir gehen immer sehr liebevoll miteinander um. Wir haben uns sehr lieb. Also sehr, sehr lieb. Wir kennen uns jetzt auch schon viel zu lange, ey. Ich glaube, ich brauche mal neue Freunde. Da bin ich ein bisschen sehr weit abgekommen. Das war uncool. Oh, diese Straßen hier. Oh. Dresdner Style. So Leute, das war eine wunderschöne erste Tour, hat extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe euch für das erste Video auch, ich weiß gar nicht, ob ich es auf dem Channel lassen werde oder nicht, weil ich weiß nicht, wie die Qualität ist, ne? Das kann ich euch nicht sagen. Deswegen war eine coole erste Tour, sowas wird es jetzt häufiger geben, natürlich auch optimiert mit besserer Qualität, schöner Qualität, je nachdem, was ihr noch an Kritik mir reinballert in die Kommentare unten. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Sagt mir auch gerne, wo ich hin darf zukünftig. Wenn ihr selbst aus Sachsen kommt, gebt mir gerne mal ein paar Tipps, weil über Sachsen hinaus wird es jetzt in nächster Zeit jetzt nicht so sehr werden. Das sind mir zu viele. So. Jetzt war ich gerade komplett aus dem Konzept raus. Leute, haut rein. Alles, was ihr kennt, das ihr auf YouTube. Ne? Kommentare, Daumen nach oben, Abo dalassen, bla bla bla. Wie jeder einfach so einen Scheiß halt labert. Macht da genau das gleiche hier. Bis zur nächsten Ausfahrt, bis zum nächsten Rumgepimmel. War cool. Rinni hauen, Leute. Moin.